stehen wir hier, wie ihr unschwer erkennen könnt, in Dresden Hauptbahnhof auf Gleis 12. Das ist hier drüben. Und wir warten hier auf den einzigartigen, unglaublichen Twitter TV, der hier gleich mit einem Express aus Richtung Hof, glaube ich, ankommt. Und dann gehen wir zwei Runden transporten. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen. Oh, und jetzt sehe ich gerade, dass hier hinten so ein schöner Schweizer Lok vorbeifährt mit so einem schönen langen Kesselzug. Aber ich meine, wie gesagt, stehen geworfen. Ich hoffe mal, dass wir heute noch genug in Coswig sehen. Wir wollen heute nach Coswig, dass wir dann noch genug andere Züge sehen. Und ich wünsche euch bis dahin erstmal einen schönen Tag. Lasst doch ein Like da, wenn es euch gefällt. Bis später. Guten Tag, Kollege. Guten Tag. So, wir haben jetzt den Deadline TV aufgesammelt. Jetzt geht es hier weiter in die RB 31 nach Coswig bzw. Kossebaude, gell? Genau. Und wir steigen jetzt hier gleich mal ein, würde ich sagen, hier, oder? Und dann gehen wir noch ein Stück drinnen vor. Gehen wir noch ein Stück, oder? Ja. Hui! Setzen wir uns irgendwo, irgendwo hin. Ja. Muss bloß gucken, dass wir da rechtzeitig raussteigen, ne? Ja, müssen wir ein bisschen zuhören. Und drüben. Ui, schön toll. Also wir sitzen jetzt hier in der wunderbaren RB 31 mit dem Twitter TV, abonnieren nicht vergessen, ne? Ja, und wir wissen eigentlich gar nicht, wo wir jetzt hinfahren. Er meint, wir fahren zwar richtig, meinst du, wir fahren richtig? Ich meine, wir fahren richtig, ja. Aber ich glaube, nee, wir fahren nicht richtig. Irgendwie Google Maps war irgendwie das bisschen anders. Ja, also wo sind wir jetzt? Niederschlagenstot. Ja, irgendwas mit Nieder. Also wenn ihr denkt, dass wir richtig fahren, dann gebt doch jetzt einen Daumen nach. Okay, das war jetzt richtig schlecht. Aber das ist voll die schöne. Guck, hier Richtung, Richtung Coswig bei Dresden stand hier drauf. Richtung Coswig bei Dresden. Ja, wir sind richtig. Wir fahren richtig. Jungs, wir sind ja, das ist hier richtig schön mit. Oh, das war aber nicht so hart gebremst. So, erstmal diesen Tellerbrötchen gönnen. Mhm. Hat er nämlich noch kein Frühstück. Okay. Mhm. Na, dann guten. Ja, also wir sind jetzt hier wirklich in Coswig, wir sind wirklich angekommen und jetzt gehen wir einfach mal raus, ne? Würde ich sagen. Hab's gesagt. Nächste Station, Coswig bei Dresden. Bitte in Fahrt Richtung rechts. Ja, das wackelt ein bisschen, ne? Der gibt noch mehr Gas, jetzt soll schon mal ansteigen. Geh nochmal. So, Oskar, da geht es dir gleich beim Lokführer rein, der fährt weiter, ne? Tschüss. Tschüss. So, wohin? Wir können ja erstmal kurz hier. Meinst du, guck mal gleich mal, wie er rausfährt? Oh, hier hinten kommt er. Ach, hier ist ja wunderschön. Das sieht ja echt gut hier, muss ich sagen. Das ist schön in der Kurve, hier kannst du viel sehen. Wo ich mir eigentlich gar nicht weit weggehen, oder? Oder was sagt ihr dazu? Sollen wir weggehen oder nicht? Schreibt es in die Kommentare. Oh. Einfach genial, Oskar. Einfach genial. Ah, nee, wir haben ja Anschluss. Also insofern wird man wahrscheinlich auch warten. Ja, machen wir ganz schnell.
Hast du dich wieder ausgetobt, Oskar? Ja, ich konnte es nicht. Wieder Hellsignale, oder? Ja. Boah, ich krieg schon aus in der Bahngeschichte. Hier drüben haben wir auch, gibt's nur in der DV 301 das RALB. Das W? Ja, weite W. Toll. Na gut. Mein Besteck mit hier. Das war eine Aufnahme. Ja, ist schon. Schön, mein schweres Besteck mit. Ja, das ist ganz wichtig. Meine, ich, kann ich ja nämlich, ich mach das mal auf. Hier ein bisschen Schleichwerbung. Das ist von Ikea. Ne, von WMF ist das. So mit einer kleinen Gabel mit. Denn ich habe nämlich X heute für leckeres Ei gemacht. So Rührei. Gedöns. Aha. Oh, hab ich mir ja gegönnt. Ich muss mal gucken, ob man das Ding jetzt hier finden. Ey, diese Tasche, ey. Ich schwöre. Hier. Willst du aufs Kreativ oder? Ja, also wie ihr seht, warten wir hier schon gespannt in Kostweg, schon seit einer gefühlten halben Ewigkeit. Es waren vielleicht bisher 5 Minuten. Nein, Spaß. Wie lange stehen wir jetzt schon? Halbe Stunde fast, ich oder? Ich hab bestimmt auch schon so gedacht, das sind nur 5 Minuten oder so. Keine Ahnung. Nee, also wir stehen schon beim Männchen. Und es kommt halt einfach bisher bloß einmal, jetzt kommt gleich eine S-Bahn. Es kam ein Regionalexpress und noch ein Regionalexpress, gell? Und dann snacken wir halt einfach unser leckeres Ei hier mal. Ich tu mal ein schönes rotes Besteck hier auspacken. Und wir machen jetzt nämlich ein bisschen Schleichwerbung für WMF. Die Gabel kommt nämlich nicht raus. Also diese Werbung, ne, ist kein Product Placement. Nein, das Ei ist auch kein Product Placement. Das ist von Geflügelhof Mario Steinert das Ei. Boah, guckt euch mal dieses leckere Ei ein mit Frühlingszwiebel. Aus dem eigenen Garten, Werbung für eigenen Garten gemacht. Und ja, einen guten Appetit würde ich mal sagen. Mh, das schmeckt so geil. Mh, wow. Mh. 1A, 1A Ei. Dann ist einfach nur da und lacht. Also wenn einem langweilig wird, ne, dann isst man einfach Ei. Wenn ihr ein Ei-Rezept sehen wollt, dann schreibt es doch in die Kommentare, dann koche ich mit euch einmal Rührei. Ja, sie kommt, sie kommt. Also wir müssen das begehen jetzt nach Neustadt, weil hier ist zu wenig los. Und danach fehlen wir vielleicht nach Friedrichstadt oder auch nicht. Und jetzt warten wir erstmal und ich drehe die Kamera so ein bisschen im Kreis. Ui, toll. Denn unser RE kommt jetzt von hier vorne. Dann hat man noch das. Drüben. Warten wir noch. Ja, wollen wir? Ja, komm, wir warten. Wir warten. Ich denke jetzt nicht, ja, hey, was geht ab? Wieso sind wir nicht in dem Zug? Kannst du uns sagen, wo wir nicht in dem Zug sind? Ja, das Heilsignal hat dann auf einmal auf HL3. Das ist, glaube ich, nee. Das bedeutet, wir haben einmal Ausfahrt mit 60. Ausfahrt mit 60 und wir haben eine grüne Lampe, eine rote, eine orange Lampe und unten drunter rote Punkte, so eine rote Strichgedöns. Und wir hoffen jetzt natürlich, dass jetzt gleich von hier vorne ein toller Güterzug reinkommt. Wir haben deswegen jetzt extra unseren Blüten lassen. Ja. Also, aber hier kann man schön auflegen, die Kamera. Ja. Das wird bestimmt ganz nice. Die dürfen wir auch nicht weiter, auch wenn wir von der Bahn sind. Wir sind leider noch nicht von der Bahn. Und ja. So, es ist endlich mal an der Zeit. Die Spannung steigt, die Kameras sind eingeschalten. Alle liegen bereit. Wir hoffen, dass es irgendwas Langes, Schweres, Großes, Dickes wird. Also sozusagen mein Piep. Fast. Da lacht er da. Der kommt. Ja? Thank you.
muss ich so eine Bauchbinde einfügen, Transmitter TV. Ja, diese Videos im Fernsehen, immer hast diese Bauchbinde. Und der Transmitter TV ist ja deprimiert. Ja. Ich würde kein Video zu machen. Ja. Oh. Naja, aber dafür sind ein paar Leute ein- und ausgestiegen. Schön für die Leute, schlecht für uns. Jetzt sehe ich das erstmal, was steht da 13.30. Ja, 13.30 ist die nächste Stunde. 12.30 fahren wir jetzt. Wir fahren jetzt mit S1 nach Richtung Bad Schandau, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Die letzte Initiative. Ja. Ja. Wir müssen jetzt so einen Bahnhofsschreib machen. Wir sind auf dem Bahnhof. Gib mir den Beat, ja. Wir sind auf dem Bahnhof, warten auf den Zug. Das Signal ist grün, der Zug kommt gleich rein. Ich bin echt ein guter Rapper, oder? So, meine Damen und Herren, ihr seid jetzt exklusiv dabei. Ich wüsste auch extra, was exklusiv ist. Denn unser lieber Trinsler, der VW von macht seine altbekannte, wirklich patentierte Bodenaufnahme. Er kann sich nämlich kein Stativ leisten. Nein, Spaß. Tritt gerade die Kamera. Warte mal, ich halte die mal mit. Er kommt! Oh, schöne Bunde 146. Schön winky winky. So, jetzt müssen wir nur noch schnell das Knöpfchen drücken. Wir sind jetzt mittlerweile in Dresden-Neustadt. Wahrscheinlich. So, also wir sind jetzt mittlerweile. Das ist 143. So eine 143, glaube ich. Auf jeden Fall. Vorsicht bei der Einfahrt. Auf jeden Fall sind wir mittlerweile in Dresden-Neustadt hier angekommen. Und wir gehen jetzt einfach mal weiter nach drüben, würde ich sagen, auf Gleis. Was sind wir jetzt hier? Wir sind Gleis 1. Wir gehen mal Richtung 6 oder 7 oder 8 oder so. Einfach mal ein Stück rüber. Ich mag diese Kamera. Guck mal, das sieht so ein bisschen voll. So ein bisschen behind the scenes so. Und ist man. Ist es auch nicht. Jetzt vor allem, das ist es auch nicht so wackelig, ne? Egal, wir gehen erstmal hier rüber. Hier drüben macht erstmal der Heino ein bisschen Werbung für Smartmobil. Ja, den Bahnhof Dresden, Neustadt, haben wir ja auch komplett saniert, wie ihr seht. Alles komplett neu, so gebaut. Das war ja immer eine Rennerei, wenn du von einem Gleis zum anderen wolltest. Jetzt haben sie es zum Glück fertig. Ich sehe überhaupt nichts. So, jetzt, also einmal mit zugekniffenen Augen, nehmen wir mal auf. Wir sind jetzt immer noch in. Okay, wir sind jetzt immer noch hier in Dresden-Neustadt. Wir sind jetzt hier auch nicht allzu viele, aber ich glaube, das liegt daran, was wir am Wochenende haben. Und auch nicht viele Güterzüge fahren. Und eigentlich ist ja hinter uns hier dieser Anschluss, hier so irgendwo da, wo, glaube ich, oft das Güterzüge durchkommen. Wir haben schon Bilder von Markus RW gesehen. Übrigens, Grüße an der Stelle an dich, Markus, wenn du das siehst. Jetzt gerade Eskalation hier unten. Also Oskar hat keinen zusammengeschlagen, oder? Hast du jemanden zusammengeschlagen? Ich wollte eigentlich filmen, aber irgendwie kommt der Typ hier nicht lang. Ja, vielleicht kommt er ja noch. Doch, jetzt kommt er. Aber bei ihm seht ihr jetzt auch noch so ein paar Schnitte von dem Krankenwagen.
Oh, hier, oh, guck mal. Endlich. Geil, guck mal hier vor der Bahnhof, Alter, das ist gleich mit der Thumbnail oder sowas. Yeah. Ja. Also, wenn ihr vielleicht eine gute Stelle kennt, auch wir überlegen nämlich gerade für Livestream für den nächsten. Wenn ihr eine gute Stelle kennt, entweder bei Stuttgart unten, gell, haben wir gesagt, in die Richtung. Stuttgart-Mannheim. Stuttgart-Mannheim, Heidelberg, in die Richtung, wo wirklich einiges an Güterverkehr ist. Also wo man auch ein bisschen Güterverkehr sieht und wo man auch halbwegs gut zugänglich hin kann, dann schreibt doch einfach mal in die Kommentare oder schreibt uns eine Mail. Wir haben ja genug Mailadressen, sagst du mal eine Mailadresse von dir? polyrübe@gmail.com. Genau, dann schreibt es einfach mal da rein und wir gucken mal, inwieweit wir euren tollen Platz irgendwie mal zum Film verwenden können. Oder ihr seid Mitarbeiter bei DB Cargo in Mannheim und besorgt uns eine wunderbare Drehgenehmigung. Ja, das wäre natürlich das Genialste. Geht klar. Also dann schreibt es einfach in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder. Tschüss. Entschieden, warte mal, geht das noch mehr Weitwinkel? Nö. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir mit der Städtebahn Sachsen fahren. Ja, der dritte Wechsel, das hatten wir auch noch nie. Und jetzt geht's nach Hauptbahnhof und wir hoffen uns dort ein bisschen mehr, weil da ja auch der Anschluss nach Friedrichstadt ist. Letzte und, Initiative. Ja. Und dort gibt's leckeres zu essen, Mittagessen. Achso, und hier vorne gibt's was anderes Geiles. Also ein bisschen die Heite 10, kann man auch sowas mal zeigen. Sehr heiße Maschine, sowas möchte ich auch mal fahren, wenn ich groß bin. Ist schon so groß. Groß genug, ja. So, jetzt hier Städtebahn Sachsen nach Dresden Hauptbahnhof, Abfahrt um 39, wir haben 37, passt. Hinter uns steht 146 Abfahrt. Da hinten sitzt ein Junge und schämt sich. Hinter der Ecke und schämt sich. Hier vor uns. Hier fliegende Einfahrt.
Waren alle wieder gegrüßt. Hat. Das ist so schon super drin. Danke. Platz. Also bist du nicht mit oben? Ne, das ist erste Klasse. Oh. Kann man nicht mitfahren. Für mich dann natürlich fahren, hast du irgendwas hier, weil man nicht erst da. Nee, die Tür ist zu. Ach naja. Dann wir gehen gleich mal da drauf gucken. Also jetzt sind wir in Dresden Hauptbahnhof angelangt. Der Frau möchte dann erstmal zum Ditch noch eine Pizza gönnen. Und wir gucken einfach mal, ob wir hier eine geile Position finden, ne? Von hier oben. Also von hier oben hast du doch schon mal eine richtig geile Sicht. Am besten eigentlich. Hier unten ist unsere Städtebahn, mit der sind wir gerade reingekommen. Hier fährt nach Senftenberg, der hier fährt keine Ahnung wohin und der fährt auch irgendwo hin. Hoyerswerda, Leipzig, Hof. Oh. So, wir gehen jetzt mal hier vor. Ah, ne, wir müssen noch einen Bahnsteig weiter. Ja? Ja. Gehen wir mal vorne runter. Gehen wir vorne runter. Ja. Ja, da steht aber hier schön was. Ja. Knödelpresse einmal. So, hier eine schöne 100-dreckige 112er. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum Platz. Und dann mache ich die Kamera kurz aus. Nehmt mich jemand mit, ich bin ein Star, holt mich heraus, nehmt mich mit.
Nehmt mich mit? Nehmt mich mit? Nehmt mich mit? Wir gehen jetzt hier rauf. Was? Er ist ein Star, wir gehen jetzt hier rauf. Jetzt sind wir mittlerweile sonst wo angekommen in Dresden. Wir wissen selber nicht mehr so ganz, wo wir sind, was wir hier überhaupt tun und warum meine Speicherkarte fast voll ist. Ja. Hier, guck mal, hier ist Ausgang. City. 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 Big City. Dresden sind wir jetzt hier. Und Jungs, wir haben was richtig Geiles entdeckt. Wenn ihr mal jetzt geradeaus weiter guckt, neben natürlich diesen schönen was? Deutschen Reichsbahn-Schmuck. Schmuck-Dingern Schmuck, dort hinten. Hier, seht ihr das? Haben wir nämlich auch hier drüben eine wunderschöne, einzigartige Knödelpresse. Und zwar hier vorne. Dann zoomen wir auch mal ein bisschen hin. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Der Transmitter der EV ist außer Atem, denn da kommt durch meinen Garten ein Güterzug. Fortzusetzen, zünd ich meine Kerzen. Nein, das passt nicht. Ganz viel niegelnagelneue Skoda auf dem Weg zu Toyota. Lass ein Like da. Die Hände, Euro City. So, hier endet heute leider unser Trainspotting-Tag mit vollen Speicherkarten, befriedigter Lust, kann man das so sagen. Oh, hier, oh, warte mal, oh. Warte mal, schön mit der ISO hochgehen. Premium. Hier sehen wir Tentometer TV, sein Puls ist auf 300. Weil er sich nicht traut, den Lokführer zu fragen, ob er mitfahren darf, ganz vorne im Steuerwagen. Oh, hier kommt ein anderer rein, das ist natürlich sehr herrlich. Oh, schön. Egal, lass was für dich.
für das Video. Danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like nach oben da. Und auch auf jeden Fall bei Twitter.